Quietscheentchen. Sarah, wenn du das Bild siehst, was siehst du? Plansche ich so gerne Quietscheentchen. Und ich sehe Fernsehgeschichte. Ich bin Sven, ein Fernsehkind der 70er und 80er. Ich bin Sarah, Fernsehkind der 80er und 90er. Wir wollen rausfinden, wie das Fernsehen uns geprägt hat. Dafür seppen wir uns durch die Fernsehgeschichte. Von den 70ern zu den 90ern. Von der Sesamstraße über Dallas bis Baywatch. Von Brands Kniefall bis zur Wiedervereinigung. Weil uns vermutlich nicht so sehr geprägt hat wie die Bilder aus dieser Kiste. Gibst du mir die Fernbedienung? Nein. Jede gute Serie fängt ja mit einem Vorspann an. Sven, du bist Jahrgang 71. Okay, dann fange ich mal an. Klassisch würde hier jetzt was mit Langhaaren kommen. Kommunen, Emanzipation oder Anti-Atom-Demos. Vielleicht sogar mit Brands Ostpolitik, dem Kniefall in Warschau und dann seinem Rücktritt 1974. Aber ganz ehrlich, daran erinnere ich mich überhaupt nicht. Ich erinnere mich eher an meinen ersten Schultag. Oder vielleicht an die große Pause oder an die coolen Bonanza-Räder, die ich in Vorstadt-Krokodile gesehen habe. Man könnte natürlich auch anfangen mit der Ölkrise, dem schrecklichen Geiseldrama bei den Olympischen Spielen 72, aber auch daran erinnere ich mich nicht. Ich habe aber das hier rausgefunden. Das, schau mal hier, unser erster Farbfernseher pünktlich zu den Olympischen Sommerspielen angeschafft worden ist. In Farbe und mit Fernbedienung. Hast du viel Fernsehen geguckt damals? Ich denke, ich habe ziemlich viel geguckt. Was kommt dir als erstes in den Kopf? 2 mal 3 macht 4, bitte, 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 und 3 macht 4. Das erste Bild ist natürlich Pippi, obwohl ich die überhaupt gar nicht mag. Wie kann man Pippi nicht mögen? Erkläre ich dir später. An was ich mich aber am liebsten erinnere, sind diese japanischen Zeichentrickfilme am Wochenende. Heidi. Und ihn hier. Guten Tag, Herr Kaiser. Hallo, Herr Kaiser. Tag, Herr Kaiser. Und das. Heute Abend bleiben alle Betten leer. Mama, kurz Pause. Vielleicht erklären wir erstmal, was wir überhaupt vorhaben. Wir sind, könnte man sagen, in die Archive unserer Erinnerung herabgestiegen und haben die Highlights unserer Fernsehvergangenheit geborgen. Und jetzt wollen wir uns die gemeinsam anschauen und gucken, was das heute mit uns macht. Biene Maja. Und? Willi. Maja, nicht so schnell. Ich kann doch nicht so schnell. Biene gewordene Lethargie. Den habe ich sehr ins Herz geschlossen. Und natürlich Vicky, wobei ich nicht wusste, ob das ein Mädchen oder ein Junge war. Aber hatte den gleichen Haarschnitt wie ich. Das sind meine kleine Schwester und ich in meinem Kinderzimmer in Hamburg. Was für Bilder hast du denn im Kopf, wenn du an deine Kindheit denkst? Ich denke sofort ans Sandmännchen, ans Ostsandmännchen. Das hat unsere komplette Familie begleitet und das begleitet heute noch meine Kinder. Das kann gut stimmen. Heidi habe ich auch viel geschaut, ich allerdings in Schwarz-Weiß, war trotzdem schön. Und Biene Maja und Willi, das waren so die Geschichten meiner Kindheit. Ihr hattet nur einen Schwarz-Weiß-Fernseher? Ich bin auf der anderen Seite der Mauer aufgewachsen, in Sachsen, in Zwickau in den 80ern. Wir hatten zwar Farbfernseher, aber die waren sehr teuer damals. Dort lief dann Sonntagnachmittags Meister Nadelöhr. Auf Meister Nadelöhr. Und dieses Lied, Sven, das hat mein Papa mir immer vorgesungen. Und da findest du auch die Figuren aus dem Sandmann wieder. Aber ich habe heute auch Westfernsehen geguckt und dieses Haus, Sven, das Haus der Waltons, da wollte ich immer leben. Mit so vielen Geschwistern. Ich hatte nur eine Schwester und der Hund, ich durfte auch nie einen Hund haben. Das war so dieses idealisierte Familienleben irgendwo in der Natur, in einem geilen Holzhaus mit Wiese ringsrum. Das hätte nicht mehr entfernt sein können von meiner Lebensrealität damals. Guck mal.
Weißt du, was ich denke? Der größte Unterschied zu den 70ern ist, dass du heute alles weggucken kannst und damals musstest du auf deine Serien eine Woche lang warten. Dann wusstest du, dieser Tag ist Biene-Maja-Tag oder dieser Tag ist Heidi-Tag und dann wartet man darauf, macht sich's auf der Couch bequem und schwelgt in dieser Zeit da drin und dann ist es vorbei und du weißt, okay, ich warte eine Woche, bis es wieder im Fernsehen läuft. Und das ist ja auch ein Riesenunterschied. Ich hatte eigentlich gerade vor, mich bequem hinzusetzen, um mir meine Lieblingssendung anzusehen. Machen wir kurz Stopp. Das Bild heißt, ohne dass ich groß nachdenken muss, werktags, drittes Programm, 18 Uhr und danach gibt's Abendbrot. Und zwar in dem Sessel. Ich weiß, Bär. Schön. Mhm. Das ist krass, dass du das alles noch so weißt. Ich finde ja, die 70er Jahre waren das goldene Zeitalter des Kinderfernsehens. Fernsehen für Kinder wurde da erst erfunden, denn vorher, schau dir das mal an, sah es so aus. Wie weit bist du denn? Ich bin gleich fertig, ich muss nur noch die alle hier aufspießen. Und Waltraud? Ich muss noch hier die Arme rumlegen und den Rock. Lass mich mal richtig sehen, leg's doch bitte mal auf den Tisch, ja? Dass ich es mir mal richtig ansehen kann. Leg's doch bitte mal auf den Tisch, ja? Das ist doch zum sofort ausschalten. Aber so sah Kinderfernsehen vorher in den 60ern im schlimmsten Fall aus. Wenn schon Fernsehen, dann wenigstens was lernen. Genau. Und wer bastelt mit den Kindern? Die Frau. Die Frau. Und dann kam das. Hallo, liebe Kinder! Die Sesamstraße aus den USA kommt nach Deutschland. Hallo, hier spricht Kermit der Frosch. Das ist die absolute Fernsehrevolution. Fabelhaft, fabelhaft, fabelhaft. Es kam aus Amerika und man hat es schon, bevor die 70er überhaupt angefangen, bevor ich überhaupt auf die Welt gekommen bin, wusste man, dass auf der anderen Seite des Teichs, die da so abgefahrene Sachen machen, Vorschulfernsehen, dass man mit den Mitteln des Fernsehens Kindern vielleicht etwas beibringen kann, dass man denen Zählen beibringen kann. Weißt du eigentlich, dass wir zwei sind? Du und ich, weißt du das? Du und ich, wir sind zwei. Ja. Oh. Dass man denen Buchstaben, dass man denen den Unterschied beibringen kann zwischen innen und neben und drüber und drunter. Wie hier Grobi, mein absoluter Lieblingskellner. Denken Sie, ich wüsste nicht den Unterschied zwischen innen und neben? Natürlich. Schon gut, schon gut, schon gut. Dann sehe ich eben innen die Suppe. Ich danke. Ich sehe nach der angeblichen Fliege. Gut. In der Suppe. Fliegelein. Kleines Fliegelein. Hübsches Fliegelein. Also ich sehe in die Suppe, aber ich sehe keine Fliege. Ich glaube, sie irren sich. Nein, nein, sie blicken ja auf meine Schüssel. Guck mal hier, das war so neu, dass man sogar Erklärvideos gemacht hat, wie man die Sesamstraße anzuschauen hatte. Ganz geil, oder? Ernie ist derjenige, könnte man sagen, der Selbstverständlichkeiten in Frage stellt und dadurch Konflikte hervorruft. Bert ist derjenige, der diese Selbstverständlichkeiten nie anzweifeln würde. Und erst dadurch, dass Ernie bestimmte Dinge anzweifelt, wird Bert selbst verunsichert. Warte mal. Ja, da haben wir es ja schon. Wieder einmal lässt Bert sich von Ernie irritieren. Wieder einmal ist er der Genasführte. Ich glaube, das Wort Genasführt wurde nur für diesen Beitrag erfunden. Moment, der kommt gleich. Das ist für dich. Ja, hallo. Hallo. Es tut mir sehr leid, er kann jetzt nicht. Er telefoniert mit einer Banane. Das Konzept war völlig revolutionär. Es war eine Magazinsendung, eine Mischung aus Puppen, echten Personen, kleinen Filmchen. Und die hielten sich ganz modern in ihrer Dramaturgie an Werbefilme. Mhm. Und das hat die Leute in Deutschland teilweise auch absolut überfordert. Manche Sender wollten das nicht zeigen, weil man gedacht hat, ein amerikanischer Hinterhof hat nichts mit der Lebensrealität von Kindern in Deutschland zu tun. Ernie, was ist denn dabei, wenn du kleiner bist als Bert? Naja, eigentlich ist nichts dabei. Ich habe mir nur immer gewünscht, ein kleines Stückchen größer zu sein. Das habe ich mir schon gewünscht, als ich noch ganz klein war. Möchtest sonst ist nichts sein? Dabei. Aber ich bin größer. Und wenn wir schon dabei sind, das muss ich dir unbedingt zeigen. Hier bleiben und auf Ernies Kunstwerk aufpassen. Oh. Guten Tag. weißt du, wer das ist? Graf Zahl. Ja, jeden Würfel, den ich gezählt habe. Vor dem hatte ich sowas von Angst. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs Würfel. Ja!
Es war mir ein Vergnügen. Was ist das? Pausenkatzen. Stimmt. Stimmt, die 70er waren ja noch die Zeit von Programmpause und Sendeschluss. Aber da reden wir in den 80ern drüber, oder? Okay. Hattet ihr eine Programmzeitschrift? Nee. Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Wir haben das Fernsehprogramm haben wir immer in der Tageszeitung gesucht und bei meiner Großmutter gab es dann tatsächlich hier die hier. Die hört zu. Mhm. Und es ist wirklich eine Landkarte in das eigene Gedächtnis, das Fernsehprogramm von damals. Jetzt tanzen alle Puppen! Eins, zwei oder drei, du musst dich entscheiden, drei Felder sind frei. Wenn man hier in diese alte Fernsehzeitschrift reinguckt, da sieht man auch ganz schnell, wie klar strukturiert auch schon der Alltag, also Montag bis Freitag war und das Wochenende. Oh, 17.48 Uhr hier, Sportschau. Das wird dann für mich die 70er und 80er zum Trauma. Ich habe echt nicht so gerne Sport geguckt. Das Beste war noch das Tor des Monats. Aber meine Freunde mussten unbedingt die Sportschau gucken. Und erst danach konnte ich wieder was mit denen anfangen. Ja, aber das war ja auch die Geburtsstunde dieser ersten großen Fußballstars. Und jeder wollte die Fußballschuhe von hier Jupp Heynckes oder Kaiser Franz haben. Und dann in die Werbung sind sie auch noch gegangen. Ich als Hamburger hab dann natürlich sofort uns Uwe im Ohr. Der pfeifende Uwe Seeler. Und seine Rasierwasserbuddel. Guck mal hier, und die Chronisten konnten die Ergebnisse immer direkt in die Zeitschrift eintragen. Das finde ich ganz charmant. Eins der Highlights am Wochenende war dann die Sendung mit der Maus um 10.45 Uhr am Sonntag. Dann gab es dann um 15 Uhr gab's wieder was für Kinder. Da ist es jetzt Pantau. Und weil die ARD mit der Sesamstraße so einen Erfolg hatte, hat das ZDF dann in den 70ern sonntags 13.45 Uhr die Rappelkiste gesendet. Das ist so eine Art Gegenentwurf zur Sesamstraße. Ene mene miste, es rappelt in der Kiste. Ene mene miste, es rappelt in der Kiste. Und wie in der Sesamstraße sehen wir hier auch Puppen. Die ziemlich genauso aussehen wie in der Sesamstraße. Du hast ja keinen Pimmel. Aber dafür habe ich eine Muschi. Mhm. Finde ich aus heutiger Sicht ziemlich fortschrittlich. Meine Mutter, die sagt immer Scheide. Oder Schlitzchen. Oder Döschen. Oder Reißverschluss. Oder Spalte. Ja, und zu deinem? Da sagt man auch Gurke. Oder Schwänzchen. Ich glaube, das war vielen viel zu pädagogisch. Zu krass einfach auch, oder? Also. Die haben sich halt zu Hause noch nicht mal so unterhalten. Nee, ne? Eben. Und da hat Mutti auch nicht Scheide gesagt und da hat sich auch keiner voneinander umgezogen. Und ich denke mal, einige hat das auch abgeschreckt, oder? Ich finde, da merkt man schon ziemlich deutlich die Nachwirkung der 68er, oder? Und man merkt, dass die Sesamstraße deutlich brüder war. Also ich finde, hier sieht man schon ganz gut, dass es eine Zeit ist, wo man anfängt, sich auch ein bisschen mehr mit sich selbst und so einem realistischen Blick auf sich selbst zu beschäftigen. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Man muss aber natürlich auch sagen, dass ganz, ganz viele Bilder dann eben doch nicht im Kinderfernsehen gelaufen sind. Guten Abend, meine Damen und Herren. 6 Wochen nach seiner Entführung durch Terroristen in Köln ist Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer heute Abend ermordet aufgefunden worden. Aus den Augenwinkeln habe ich das aber auch mitbekommen. Woran ich konkret beim Deutschen Herbst und Terrorismus denke, sind diese Verhandlungsplakate in der Post. Und die 70er sind ja auch die Zeit, wo sich Deutschland ganz aktiv anfängt, mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Stichwort Brandts Kniefall in Warschau zum Beispiel. Und genau diese Vergangenheitsbewältigung habe ich dann in diesem Stück Kinderfernsehen gefunden. Wie hier in der Rappelkiste. Mein Opa war im Krieg. Und da erklärt der Opa seiner Enkelin, dass er vor dem Krieg eben auch mal 2 Arme hatte. Wirklich? Nee. Mit nur einem Arm? Ja, glaubst du denn, ich habe immer nur einen Arm gehabt?
Ich habe doch meinen Arm im Krieg verloren. Und das gehörte natürlich auch noch zu meiner Realität, dass es dort alte Männer mit dem abgeschossenen Arm gab. Ich bin in einer Lebenswirklichkeit groß geworden, wo man Krüppel gesagt hat. Und das prägt unterbewusst total. Hast du einen Verband gekriegt? Nicht nur ich. Da war ein Riesenplatz mit Stroh und da lagen 400 Verwundete. Die Männer stöhnten und weinten vor Schmerzen und riefen nach ihrer Mutter. Ich weine auch immer nach Mami, wenn ich was Schlimmes habe. Siehst du? Und so machten die das auch. Was für mich aber auch zu den Kindersendungen gehört, ist das feuerrote Spielmobil und Neues aus Uhlenbusch. Der Gockel Konstantin. Mann, hatte ich Angst, dass der da von dem roten Laster überfahren wird. Und guck mal, was für krasse Themen die an Heiligabend behandeln. Die Geschichte von der Bier-Lisa. Die Mutter ist im Krankenhaus und ihr Vater sitzt alleine zu Hause und fängt an zu saufen. Die Kleine von Sasse? Und wie die rumläuft. Die sieht dem Vater so ähnlich. Ja, scheint so, ja, ja. Ja, ja, soll ja auch immer schlimmer werden mit dem Vater und jeden Tag betrunken. Traurig, wenn es so weit kommt. Und der ganze schöne Hof geht kaputt. Und die Mutter, wo ist denn bloß die Mutter? Lisas Mutter ist in der Stadt im Krankenhaus. Schrecklich. Ich finde, da sieht man ganz deutlich, dass das Ende des Wirtschaftswunders auch im deutschen Kinderfernsehen angekommen ist. Heile Weltfernsehen ist das auf keinen Fall. So. Das macht 3 Mark und 60 Pfennig mit. Mein Vater hat gesagt, er wollte morgen vorbeikommen und das bezahlen. Natürlich kann dein Vater morgen alles bezahlen. Weißt du, ich werde mal mit ihm zusammen ein Glas Bier trinken gehen. Und dann kann mich dein Papi einladen. Und dann rede ich mal mit ihm. Hast du jetzt auch noch was Schönes? Nee, habe ich leider nicht. Ich habe leider noch so eine Runterziehgeschichte. Ja, aber wieso? Herr Rossi war doch immer bunt und lustig und hat das Glück gesucht. Nix da. Der hat einen furchtbaren Job gehabt in einer Konservenfabrik und hat sein Leben gehasst und war zutiefst depressiv. Und hier mein Lieblingsausschnitt. Was kann man vom Leben mehr erwarten? Ich stehe morgens auf, wenn Leute mir sagen, dass ich aufstehen muss. Ich esse, wenn Leute mir sagen, dass ich essen muss. Ich denke, wenn Leute mir sagen, dass ich denken soll. Und immer das, was sie wollen, dass ich denken soll. Ich bin ein Mensch mit gesicherter Zukunft, die bereits von anderen geplant worden ist. Aber wenn man es genau betrachtet, zähle ich doch gar nichts. Ich bin eine Null, ein Nichts. Aber das will ich nicht mehr. Hilfe! 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 Okay, Sven, mach mal kurz Stopp. Was haben wir bis jetzt? Die Sesamstraße, die Rappelkiste und was fehlt da gerade noch? Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Ich bin der Fernsehhund des hessischen Werbefernsehens. Fernsehwerbung. Denn zwischen 18 und 20 Uhr durften und dürfen die öffentlich-rechtlichen Werbung schalten. Und um den Unterschied zwischen Werbung und Programm zu zeigen, haben sie diese kleinen Figuren erfunden. Je nachdem, wo man geguckt hat, gab es unterschiedliche Werbefiguren. 1, 2, 3, 4. Und noch eins. Äffle ist halt nicht daheim. Ich schätze mal, das hier ist SWR-Sendegebiet. Bitte schön, hier Flipper. Erregend wie ein Sprung in die prickelnde Kühle des Ozeans. Schau hin, der Beginn der Freizügigkeit im deutschen Werbefernsehen. Wow. Sven. Okay, an dieser Stelle, finde ich, können wir doch auch wirklich mal über das Frauenbild in der deutschen Werbung sprechen. Zumindest in der westdeutschen Werbung dieser Zeit. Jakobskaffee. Dann fangen wir mal mit Frau Sommer an. Was ist die für dich? Für mich ist das die personifizierte Challenge der Hausfrau, den perfekten Kaffee auf den Tisch zu bringen und sonst nichts. Und besonderes Lob ernten Sie mit dem Besten von Jakobs, der Krönung. Achten Sie doch bei Ihrem Kaufmann jetzt auf Jakobskaffee. Es lohnt sich. Aber ich glaube, ich weiß, was für ein Frauenbild du mir wirklich zeigen willst. Hallo Mama! Na, wie gefalle ich euch? Gleich kommt Horst. Du hast noch nichts gekocht. Da habe ich 2 Fragen, Sven. Erstens, wieso ist die Frau fürs Essen zuständig? Zweitens, warum kann die Oma kein Essen machen? Die hat doch Zeit. Von Müllers Mühle. Schmeckt wie selbstgemacht. Praktisch, nicht?
Riecht gut. Was gibt's denn? Dein Leibgericht. Serbische Bohnensuppe. Ich heirate auch mal eine Frau, die kochen kann. Und die nächste Generation Männer wächst genau in diesem Bild dann auf. In der DDR war das Frauenbild ja ein bisschen anders. Wenn Mutti früh zur Arbeit geht, dann bleibe ich zu Hause. Und da muss man dazu sagen, auch in den 70er Jahren schon haben die Frauen zum großen Teil in der DDR gearbeitet. Und auch in der Verfassung war ja eine Gleichstellung zwischen Frau und Mann festgeschrieben. Was man auf den Bildern nicht sieht, ist, dass am Ende trotzdem die Frauen einen großen Teil der Hausarbeit gemacht haben. Aber zumindest haben viele von denen ihr eigenes Geld verdient. Ich musste echt ganz schön suchen, überhaupt DDR-Fernsehwerbung zu finden. Aber ich habe das hier gefunden. Eine Schreibmaschinenwerbung für den internationalen Markt. Da finde ich das Frauenbild ganz spannend. Die idealisierte DDR-Businessfrau. Aber jetzt nochmal zurück zu den Zeichentrickserien. Das hier sind meine Märchenfiguren. Da werden ja auch die großen Themen des Lebens im Kleinen besprochen. Und alle hatten eins gemeinsam, diese riesengroßen Augen. Die alle Figuren hatten riesige Augen, an denen man alle Emotionen ablesen konnte. Willi, was hast du? Es geht immer um ein Wir-Gefühl, es geht um Gemeinschaft, es geht darum, füreinander einzustehen. Es geht auch ein bisschen darum, Maya und Willi, einander etwas in den Arsch zu treten, um voranzukommen im Leben. Oder das sind doch die großen Themen des Lebens, aber nett verpackt in schöne, kleine Geschichten, die nicht zu viel Aufruhr in meinem kleinen Kinderherzen hervorgerufen haben. Das war perfekt zugeschnitten. Vorschul, Kinder, Fernsehen. Maya, nicht so schnell. Ich kann doch nicht so schnell fliegen. Und man merkt sofort so eine Entspannung, die sich so breit macht, oder? Bei mir ist es auf jeden Fall so. Missen möchte ich das auf gar keinen Fall. Uns von dir. Dann noch die ganzen anderen. Das Jappadappadu von Fred Feuerstein. Und das hat sich ja genauso in den Sprachgebrauch verankert wie das hier. Das kann jeder auswendig. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Oder das Patsch, die Gemeinheiten von Tom und Jerry. Guten Abend. Und kennst du die noch? Ja, an die Mainzelmännchen erinnere ich mich auch noch. Und an die Werbung. Das ist ja auch ein super Beispiel von einem Werbesatz, der sich bis heute im Sprachgebrauch verankert hat. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Mutti, er hat überhaupt nicht gebohrt. Guten Tag, Herr Kaiser. Hallo, Herr Kaiser. Und diese Werbung lief dann hoch und runter, sodass sie sogar parodiefähig wurde. Otto hat das dann perfektioniert. Wir von der Firma Schenkel haben uns etwas überlegt. Dass Persil besonders reinwäscht, das sieht man sofort. Was man vielleicht nicht sofort sieht, das ist, wie Persil die Wäsche pflegt. An der 3-Kilo-Packung verdienen wir uns nur dumm. An der 6-Kilo-Packung jedoch dumm und dämlich. Da weiß man, was man hat. Da weiß man, was man hat. Guten Abend. Du, sag's nicht deiner Mutti, aber... Und wenn ich diese Werbung sehe, dann fällt mir sofort das Klischee ein von Menschen, die in der Zeit in Westdeutschland gelebt haben, wie sie als Kinder eingemummelt in ihren kuscheligen Bademantel auf der Couch Platz nehmen und aufs Abendprogramm warten. Ist das weich. Bei mir war das überhaupt nicht so. Bei dir? Bei mir waren die Handtücher auch eher kratzig. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 1. März. Ah, herrlich, das Düdüdüdüdüd vom Wetter. Und weißt du, was das ist, Sven? Irgendwas Gemorstes? Das steht für QAM und heißt nichts anderes als so wird's Wetter. Für mich hieß es, der Samstagabend geht los. Und als erstes der Schutzheilige des deutschen Abendprogramms, Hans-Joachim Kuhlenkampf. Guten Abend, meine Damen und Herren, zu Hause an den Fernsehempfängern. Mit? Einer wird gewinnen.
Wenn das Fernsehen endlich lustig wird und nett. Ein bisschen verspielter wird's dann mit Rudi Carrell und seiner Show am laufenden Band. Es gab aber nicht nur Männer am Abend. Guten Abend. Guten Abend. Stimmt. Ingrid Steger und Elisabeth Volkmann in Klimbim. Was natürlich auch wieder eine eingedeutschte Show aus den USA ist und der Humor eher so, naja, Klamauk. Und am Horizont sehe ich schon sowas wie, na? Tutti Frutti. Noch lustiger fand ich dann aber Dieter Hallervorden und seine Witze. Ja, vor allem. Guten Tag, guten Tag. Bitte schön, was darf's sein? Ich hätte gerne eine Flasche Pommes frites. Ja. Und natürlich den absoluten Ratespielklassiker Dalli Dalli mit Hans Rosenthal. Erst am Samstag und dann immer donnerstags. Dalli Dalli. Lass mal Dalli Klick spielen. Dalli Klick. Stopp, Moment, Harald Juntke. Ein Maikäfer. Nee, völlig falsch. Weiter. Spock. Faszinierend. Okay, Spock hast du erkannt und was siehst du da? Den Weltraum. Unendliche Weiten. Während die Gesellschaft komplett durcheinandergewirbelt ist in den 70ern, überlegt man sich hier, wie die Zukunft vielleicht aussehen könnte. Unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen. Neues und dabei muss man sagen, dass das Raumschiff Enterprise die letzte Science-Fiction-Serie ist, die noch ein positives Zukunftsbild hat. Und man konnte sich wegbeamen. Machen wir kurz Stopp. Aber eigentlich habe ich in den 70ern mir die Zukunft lieber von den Muppets erklären lassen. Schweine im Weltraum. Ach, Miss Piggy und Co. Diese endlose Gleichheit des ewigen Raumes. Für Kinder lustig und für Erwachsene Verweise auf die Popkultur. So lange ist das schon? Hätten wir nur einen Fernsehapparat mitgenommen. Apropos lustig, ich möchte gerne mit dir noch über das hier sprechen, die Mädchen aus dem Weltraum. Was ist das denn? Es ist eine britisch-deutsche Science-Fiction-Comedy und die spielt auf dem Planeten Medora. Hier haben die Frauen die Hosen an und die Männer sind Untertanen. Super, oder? Acker. Ja, Gebieterin. Dreh die Östrogenlampe, Hille. Und ist das nicht Winnetou? Mhm, Pierre Brice als Sklave. Aber trotzdem geht's am Ende bei den Frauen immer nur ums Aussehen. Nein, Gebieterin. Was stehst du da herum? Komm ein wenig näher. Rate mal, wie viel ich heute verloren habe. An Gewicht, Gebieterin? Oder an Alter? An Alter, du Blödian. Aber mein absoluter Zukunftsheld ist und bleibt auf jeden Fall Captain Future. Und ich finde, das ist der beste Handy-Klingelton. Sie sind unsere einzige Hoffnung, Captain. Ich finde ja, dieses gemeinsame Zurückspulen in die eigene Vergangenheit ist ein richtiger Psychotrip. Da ist dieses Gefühl, das sich einstellt. Das ist so eine verrückte Mischung aus, ja, so fühlte sich meine Kindheit an, Nostalgie und auf der anderen Seite weißt du auch, dass, ja, das war halt das Fernsehen, was zu der Zeit lief. Und es war eben nicht nur Fernsehen. Diese Figuren aus den Serien sind quasi aus dem Fernseher in mein Kinderzimmer gefallen und haben mich beim Spielen auf Kassette oder Platte den ganzen Tag begleitet. Wie zum Beispiel hier Winnetou. Und dann erst als Hörspiel und in den 80ern als Serie Pumuckl. Kimba, der weiße Löwe. Kleiner weißer Löwe, wir sind stolz auf dich. Stolz auf dich. Oder Udo Jürgens für Tom und Jerry. Vielen Dank für die Blumen. Oder hier die Schlümpfe. Jetzt sind wir mit den 70ern durch und eine Geschichte hast du mir immer noch nicht erzählt, warum du Pippi nicht mochtest. Die ist so gut, die spare ich mir für die 80er auf. Aber was kommt denn da noch? In den 80ern erzähle ich dir was über meine Kindheitsidole. Und ich dir?
was über meine.